Willkommen zu einer neuen Runde Landwirtschaftssimulator 2015. Und heute werde ich mich mal nicht wieder um Schafe oder Bäume oder sonst irgendwas kümmern. Eins muss ich noch machen, bevor es richtig losgeht. Ich muss die Zeit wieder zurücksetzen. Ich habe die Zeit gerade ein bisschen nach vorne gedreht, dass hier alles wächst und habe das Spiel ein bisschen laufen lassen. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf 5-mal zurück. Das habe ich mir letztes Mal schon gesagt. Nicht quite gern vielleicht. So, was steht heute an? Wir werden unser Rapsfeld ernten. Und man kann es auch schon sehen, unsere Bäume sind auch schon gewachsen. Punkt Nummer 1. Wir müssen diesen Mähdrescher hier entleeren. Weil ich muss mal den Mähdrescher entleeren. Der war flach. Der war ganz flach. Okay. Wo habe ich den Hänger hingestellt? Da vorne steht der, glaube ich, oder? Ja, da ist er. Dann fahre ich gleich mal das Rohr aus, während wir davor fahren. Und mache den Spielsound wieder leiser. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich mache immer lauter und dann muss ich ihn wieder leiser machen. So. Einmal umdrehen, bitte. Okay, das schütten wir einfach hier rein. Wobei ich das auch eigentlich gleich ins Silo hätte fahren können, aber naja, was soll's. Guck mal ganz kurz auf die Uhr, weil ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Okay. Aussteigen wollte ich eigentlich nicht. Warum ist der eigentlich so schmutzig? Der war doch sauber, den haben wir doch gewaschen, oder? Kommt jetzt nur von hier einmal hin und her fahren. Ihhh, kann ich waschen. Uah. Okay. So. Dann stellen wir den da hin. Nein. Gut, dann stellen wir hier mal einen Helfer an und gucken mal, ob wie, was und wo und ob der das auch kann. Das kann der sehr gut. Das Spiel ist schon wieder auf Englisch. Ich verstehe es nicht. Aber was soll's. So. Warum steht der hier irgendwo in der Weltgeschichte rum? Na, dann nehme ich halt den da. Hopp, einmal hier hoch, bitte. Dann muss ich nämlich nach hinten erstmal den Hänger leer machen. Wir müssen hier das auch alles wegfahren dann. Und während der hier vor sich hin mäht und drescht, werden wir Bäume fällen. Da stehen 20 Stück, die müssen wir alle fällen. Können wir dann in der nächsten Folge wunderschön aufladen. Und dann hoffe ich mal, dass wir so langsam aber sicher an Geld kommen. Um uns die erste, entweder brauchen wir was für Gras, damit wir den Schafen was zu essen geben können. Allerdings brauchen wir auch den Tieflader, damit wir die Wolle von den Schafen wegfahren können. Warum kann ich den jetzt nicht anhängen? Ja klar, ich bin einfach nur doof. Wir brauchen auch einen Anhänger, also einen Tieflader, um die Wolle wegfahren zu können. Wir brauchen einen Frontlader oder einen Radlader, je nachdem, was uns günstiger kommt. Oh Gott, wir brauchen so viel. Ich habe so viel gleichzeitig angefangen. Das wird schwer. Ich würde mal sagen, ich hoffe mal, dass wir genug durch die Bäume an Geld bekommen. So. Den stelle ich jetzt mal hier ab. Nein. Und dann steigen wir hier aus und laufen mal darüber zu den Bäumen, gucken uns die mal an. Die sind ja nicht voll ausgewachsen. Es sind noch kleine Tännchen. Aber ja, wir schneiden die einfach mal ab. Dann kann ich euch noch eine Maschine zeigen, vielleicht diese Folge. Na, vielleicht zur nächsten Folge dann. So, mein Plan ist heute, die Bäume nur zu fällen. Also nicht zu zerschneiden oder sonst irgendwas. Ich möchte sie nur fällen. Ich möchte aber auch, dass sie umfallen. Ich möchte das. Ja, ich will das. Kann ich nicht sehen jetzt nochmal drehen. So. Schauen wir mal, vielleicht geht's so. Der mag nicht. Ah, jetzt aber. Okay, Nummer 1.
Weiß doch nicht, ob das so sinnvoll war, die Bäume so klein zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Das wollte ich eigentlich nicht wegschneiden, aber okay. Was weg ist, ist weg. Und guck mal an, wie der Baum hier durch die Gegend rollt. Ja, so wird diese Folge eine schöne kleine Waldrodungsfolge. Total ungeplant jetzt eigentlich. Ich säge da doch die ganze Zeit im falschen Winkel rein, oder? Fall um! Hängst du irgendwo? Vor allem, wenn ich da dagegen springe, dann sollte der doch sowieso umfallen, oder? Ich weiß genau, das funktioniert nicht. Liebe Physik-Engine, würdest du diesen Baum bitte richtig berechnen, oder? Würdest du den Baum bitte richtig berechnen? Ich schneide ihn jetzt nochmal hier unten ab, vielleicht fällt er jetzt dann um. Ah. Er hat sich doch entschieden, dazu umzufallen. Juhu! Und wenn wir da im richtigen Winkel reinsägen, dann rutschen die auch einfach so runter. Muss halt einfach nicht zu gerade reinschneiden, dann funktioniert es wunderbar. Können wir da durchgehen. Zack, 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 zack. Und jeden Baum einfach fällen. Ich möchte nur relativ niedrig sägen. Dann müssen wir uns nicht die Mühe machen mit dem Baumstumpfroder. Das ist auch die nächste Maschine, die ich euch als nächstes zeigen möchte. Kostet, glaube ich, nur 5000 Euro oder was. Die ist echt drin im Budget noch. Müssen wir uns mit der nicht so große Mühe geben. Ja, toll. Liegt hier so ein blöder Ast-Dings rum. Hoffen wir nur, dass das... Ja... Nein? Mach's noch nicht ganz. Na, dann schneiden wir halt da noch ein Stück raus. Vielleicht fällt er dann um. Ich hoffe mal. Ja. Und schon wieder haben wir hier so ein blödes Scheibchen. Für das wir ja sowieso nicht mal Geld bekommen. Hatten wir hier fast drei Reihen? Wow. Das wundert mich. Ah, Hilfe, der Baum rollt auf uns zu. Ja, zu tief darf ich ihn auch nicht absägen, sonst bleibt er im Boden stecken. Ich würde mal sagen, so ist es eine gute Höhe. Dann sollten wir uns eigentlich gleich einen Radlader kaufen. Durch das Geld, was wir durch den Rapsitz bekommen. Das ist ein komplettes Feld. Ich hoffe mal, da kommt auch ein bisschen was dabei rum. Ich hab's schon wieder getan. Es gibt schon wieder ein Scheibchen. Wir sollten uns gleich einen Lader kaufen und den großen und einen Dolly und. Ich muss da mal zusammenrechnen, was das kostet. Mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge irgendwie hinbekommen. Jetzt die anderen zwei Bäume noch. Naja, egal. Und ich glaube, das war schon wieder zu niedrig. Nein, es hat gepasst. So, der fährt hier fröhlich seine Bahn da hinten. Ich hoffe mal, der ist nicht gleich voll jetzt. Was mich auch wundert, ist, dass man die Säge jetzt nicht nachtanken muss oder so. Wäre auch, also jetzt nicht was nicht ein Muss gewesen, aber es wäre doch ganz cool gewesen, wenn es so... Ja, die Säge musst du noch nachtanken und ein bisschen um die Maschinen kümmern. Nicht nur waschen, sondern auch ein bisschen Wartung einfach mit dabei. Das sind so Sachen, die ich mir noch wünschen würde, speziell. Aber okay, wir wollen es einmal nicht übertreiben mit den Wünschen. Mir fällt auch gerade auf, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe die Bäume jetzt alle in eine Richtung geschmissen. Jetzt fallen die hier wieder in die... fallen jetzt immer nach rechts rum um. Ich hätte die andersrum schneiden sollen. Dass alle nach rechts gefallen sind. Aber, naja. Es geht schon irgendwie. Das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen hoch. So. Okay, unser kleiner Mini-Wald
ist fast abgeholzt und was ihr da im Hintergrund hört, war Google. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Komisches Google. Ich werde es nie verstehen. Gut. Der ist auch noch weg. Dann würde ich sagen, machen wir gleich noch die Äste so weg, weit weg, so gut wie es geht. Nein, ich will es nicht absägen, ich will nur die Ästchen wegmachen. Nein, ich will die Äste wegmachen. So. Ich will nicht durchsägen. Ich will die eigentlich im Ganzen aufladen und direkt auf diesen Holzladewagen. Ich gucke jetzt mal, pass auf, wir gucken jetzt mal, was das Ding kostet. Das interessiert mich jetzt schon. Wir brauchen einen Dolly, der kostet 8.900. Okay. Und wo ist denn der drin eigentlich? Hier unter Misk? Nein. Ach, unter Holzzeugs ist der drin, genau. Klar. Forestry Equipment. Hier, der kostet nochmal 17.000. Und der auch nochmal 5? Okay, den brauchen wir nicht gleich, aber ja, das kostet uns alles noch ein bisschen Geld. Da wären wir bei 24.000, 23.000. Und dann brauchen wir noch was zum Aufladen. Gut, zur Not können wir auch den Kran von dem hier nehmen, um die Bäume dann da drauf zu legen. Aber es wird dann doch alles umständlich. Ich will die Bäume auf jeden Fall im Ganzen abliefern. Das sollte, so wie es da dran stand, mehr Geld bringen. Und in den Kommentaren wurde gefragt, ob es hier eine Waschanlage gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich werde es auf jeden Fall noch machen. Hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Allgemein, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, wie immer, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für alle Fragen offen. Ich versuche es euch so gut wie es geht zu beantworten. Na also, warum geht das nicht immer so schön? Hier noch diese komischen Äste weg. Weg, 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 weg. Alles weg. Na, super. Oh. Oh, wieder ein Ästchen vergessen. Aber wenn du hier einmal so dem Baumstamm entlangläufst, ist eigentlich alles weg. So gut wie. Muss ich gerade mal dahinter gucken. Die zwei haben wir auch noch. Und der dürfte es auch bald voll sein, oder? Raps ist, glaube ich, nicht so ergiebig. Wir haben auch nicht die Felder gedüngt. Das sollten wir mal machen. So. Guck mal, wie schön das Holz hier aufgereiht ist, wie schön aufgestapelt. Ah, toll, so muss das sein. Muss man die Maus kurz schneller machen. So, jetzt. Das habe ich schon in den letzten Spielen immer gehabt, dass die Maus. Ich habe eine unheimlich schnelle Einstellung, aber hier im Spiel war die mir immer zu langsam. Ich weiß nicht, ob es da eine Einstellung gibt, bestimmt. Dass man die Sensitivity hochstellen könnte. So, ein Ast noch. Dann haben wir auch das überstanden. Ach nein, da hinten liegen ja noch zwei Bäume. Okay, da rennen wir noch schnell hin. Guck mal, wir haben jetzt 20 Bäume. Und jeder davon soll uns so knapp 9.000 Euro geben. Ja, da können wir dann schon was Nettes dafür kaufen. Zumindest mal wieder eine Palette Baumsetzlinge. Und, wie gesagt, je länger und je gerader die sind, und die sind perfekt gerade, diese Äste, diese Bäume, ja, umso mehr Geld geben sie, ja. Na, der ist nicht hundertprozentig gerade. Du blöder Baum! Aber der hier. Also, sie wachsen schon unterschiedlich, oder? Kann das sein? Oder täuscht das jetzt einfach? Ich bin der Meinung. Der hat wieder zwei Knicks, der hat nur einen.
Ja, das kann schon sein. So, der ist fast voll. Was heißt, wir müssen da hinfahren? Wenn der jetzt umdreht, können wir nebenher fahren. Oh oh. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht in die Quere kommt oder wir ihm nicht. Und dann machen wir das Feld noch fertig. Und in der nächsten Folge heißt es dann Raps abfahren. Und nicht auf den Boden verschütten. Ah, die Kamera. Ich liebe sie. Und meine Fahrfertigkeiten sind auch super. Ja, ich sehe schon, wir hätten das Feld eindeutig zuvor düngen sollen. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist, aber es sieht nicht so aus, als ob da noch übermäßig viel drin ist. So, letzte Bahn. Da können wir noch einmal nebenher fahren. Ist er gleich leer. Du hast wohl Platz, oder? Ah, jetzt wartet er, bis er leer ist. Okay, dann sehen wir, was da rausgekommen ist. Es war nicht schon alles, oder? 4000 Liter nur. Und er muss noch einmal zurück. Wow. Raps ist unglaublich unergiebig. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass da nur so wenig rauskommt. Dafür sollten wir für die 4 Tonnen doch einen beachtlichen Geldbetrag bekommen. Ich weiß es nicht genau was, aber es ändert sich auch von jedem Mal, wo man das Spiel startet und wieder beendet. Oh. Ah, ich sag ja, wir sollten dem nicht unbedingt in die Quere kommen. Und ihn auch nicht anfahren vielleicht. Das kostet nur viel Geld. Ihr wisst ja, das sind Versicherungssachen. Hey, man wird nicht glauben, wie unheimlich schwierig es ist. Schwierig vor allem, ja. Wie unheimlich schwierig das ist, neben dem Ding herzufahren, die Geschwindigkeit gleichzeitig zu halten. Naja, wenn man die Spur einmal hat, dann geht's. So, 4300 Liter. Nur, das müsst ihr euch mal vorstellen. Naja, okay. Oh, wir haben da hinten noch einen Baum vergessen. Aber egal. Dafür können wir jetzt den hier noch schnell ins Silo bringen. Den fahren wir dann in der nächsten Folge weg. Und wenn ich ins Silo fahre, möchte ich mich von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video. Wäre ganz cool für mich. Und in diesem Sinne, haut rein, ich bin euer Pox, macht's gut, bis morgen, tschüss.